Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die vierte Episode von Star Trek Strange New Worlds. Bleibt dran! Mit der vierten Episode von Star Trek Strange New Worlds geht die Serie so weiter, wie sie begonnen hat. Actiongeladen, kreativ, man kopiert sich selbst, man investiert Zeit in die Charakterentwicklung und man hat einen Cast, der es liebt, diese Rollen zu spielen. Mit Star Trek Strange New Worlds hat es das Genre endlich geschafft, wieder zurück zu seinen Wurzeln zu finden. So wie wir Star Trek aus den Ende 90er Jahren kennen und schätzen gelernt haben. Wir haben das Alien, den Planeten der Woche, wir haben die Mission der Woche, wir haben Charaktere, die durch persönliche Herausforderungen gehen und sich dadurch weiterentwickeln und die Handlung weiter erzählen. In der vierten Episode von Strange New Worlds haben wir nicht nur einen Captain Christopher Pike, der mich wieder einmal total abholt und wo ich absolut bestätigt bin, dass er ein super, super toller Schauspieler genau für diese Rolle ist. Wir haben Una, den ersten Offizier Nummer 1, die wiederum die Rolle der starken Amazone verkörpert. Wir haben La'an, die sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt und wir haben einen Chefingenieur und einen Kommunikationsoffizier, die sich näher kennenlernen, nämlich Hammer und Uhura. Die ganze Story ist im Endeffekt schnell erzählt. Die Enterprise ist auf dem Weg zu einem Kolonieplaneten der Föderation, um diesen mit technischem Gerät auszustatten und eine Umweltkatastrophe zu verhindern. Bei Ankunft der Enterprise ist die Kolonie verschwunden und man begibt sich auf die Suche nach den Kolonisten. Das hatten wir schon nicht nur in anderen Serien von Star Trek, sondern auch schon in Strange New Worlds. Hier kopiert man sich mal wieder selbst. Aber genau dieses, ich sage dazu im positiven Sinne Schema F, ist wohl das, was den Star Trek Fans schon so lange gefehlt hat und abgegangen ist. Wir haben eine klassische Mission, wir haben eine klassische Geschichte des Star Trek Universums mit einem Gegner darin, mit einer Herausforderung darin und wir haben das obligatorische Technikgebrabbel, das einem dann wieder aus dieser Situation heraushilft. Hier ist der Gegner, die Alienrasse der Gorn, welche ja bisher in Star Trek nicht allzu sehr präsent war. Es ist wieder eine nette Referenz auf die Originalserie. Es ist aber auch eine Spur, wird wieder eine Kopie eines Themas, das wir zum Beispiel schon in Star Trek Raumschiff Voyager hatten. Denn die Gorn, so wie sie in Star Trek Strange New Worlds präsentiert werden, als Alienrasse, die sich rein auf die Jagd, auf das Jagen ihrer Beute konzentriert. Das kennen wir aus Star Trek Raumschiff Voyager und der Rasse der Herojin. Auch hier war es dasselbe Thema. Aber wir haben dieses Thema in einem neuen Gewand. Wir haben dieses Thema verarbeitet für eine neue Generation an Zusehern, die jetzt nicht unbedingt die Episoden, die Storyline von Star Trek Raumschiff Voyager kennen. Für diejenigen, die es kennen, ist es ambivalent zwischen Kopie und Hommage. Was soll man auch mehr mit solch einer Rasse, einer Vorlage machen? Allzu viele Möglichkeiten haben wir daher nicht. Aber im positiven Sinne funktioniert es. Im positiven Sinne haben wir hier mit der vierten Episode von Strange New Worlds eine Episode, die actiongeladen ist, die Spannung bietet,
die einen mitfiebern lässt, vor allem in den Situationen wie dem Dialog zwischen La'an und Una bzw. Captain Pike und seiner Crew, aber auch die Situation rund um Ingenieur Hammer und Ensign Uhura im Frachtraum und mit dem Atmosphärenreiniger, sage ich jetzt dazu, der auf der einen Seite das Schiff zu zerstören droht, währenddessen es von dem übermächtigen Gegner der Gorn angegriffen wird und bedroht wird. Die Quintessenz dieser ganzen Problematik wird aufgelöst durch Dialoge, durch das Beschäftigen mit den Charakteren selbst und ihrer Vergangenheit und führt dann zur Rettung des Raumschiffs Enterprise und zur Lösung des Problems. Das Einzige, wo ich mich auch in dieser Episode wieder etwas fragen muss, ob ich persönlich zu viel nachdenke über eine Serie oder über das gerade Gesehene oder ob es tatsächlich als Fehler zu sehen ist. Nämlich, wir haben eine Sternenflottenkolonie, wir haben eine Föderationskolonie in der Nähe von einem braunen Zwerg, der von einem schwarzen Loch eingefangen wird. Okay, es ist jetzt nicht unbedingt der Ort, der perfekte Ort für eine solche Kolonie. Ja, aber sei es drum, dieses Detail muss man jetzt auch nicht unbedingt zerdenken, beziehungsweise hier einfach die Spannung und das Storytelling als wichtiger erachten. Dann kann man auch über dieses kleine Detail getrost hinwegsehen. Ansonsten sehen wir wieder tolle Animationen, die jetzt nicht unbedingt kinoreif sind, aber für mich eine Steigerung, vor allem zur ersten Episode darstellen, wo ich ja mit den Effekten das eine oder andere Mal nicht unbedingt 100% zufrieden war. Hier in dieser Episode gab es für mich in Richtung Effekte aber sowas von überhaupt nichts auszusetzen. Es war ein optisches Spektakel, vor allem als auch das Raumschiff Galileo, der Enterprise, das Shuttle Galileo des Raumschiffs Enterprise zum Thema wurde, um mehr Informationen über die Gegner zu sammeln, fand ich mich gut abgeholt, war es für mich wieder so ein Zurückerinnern an die Originalserie mit Captain Kirk. Eine weitere Geste der Hommage an frühere Filme, an frühere Serien ist der Remembrance Day, der Gedenktag an verlorene, gestorbene oder vermisste Kameraden der Sternenflotte und deren Schiffe. Wir sehen die einen oder anderen, fast alle Besatzungsmitglieder der Enterprise mit Pins zum Gedenken an gefallene Crewmitglieder, was ich eine schöne Sache an sich finde, aber auch zum Storytelling gut dazu passt, um hier eine Connection zu Star Trek Discovery zu schließen. Alles in allem, außer jetzt wirklich diesem Techno-Gebrabbel, das in Star Trek Strange New Worlds etwas zu viel für mich ist, etwas, ja, vielleicht nicht gerade das optimale Feeling rüberkommen lässt für mich jetzt, ist die Folge durchaus sehenswert und eine der besten Folgen bisher, die ich in der Serie Strange New Worlds gesehen habe. In diesem Sinne, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns in einem künftigen Video auf diesem Kanal nochmal und bis dahin.